Mein Name ist Marc Klinke vom Verbund Oldenburger Münsterland. Wir möchten heute zusätzlich darauf aufmerksam machen, dass neben der Kartenlösung für den Landkreis Vechta, wo wir 16 Themenrouten dargestellt haben, wir jetzt auch die Möglichkeit haben, diese Themen in digitaler Form aufs Smartphone runterzuladen. Das heißt, der Gast hat, der Besucher, der Fahrradfahrer hat nun die Möglichkeit, sehr charmant auf seinem Smartphone diese Routen halt auch in digitaler Form abzuradeln. Dieses Abradeln erfolgt in der Hinsicht, dass er zu Hause am Rechner oder auch auf seinem mobilen Endgerät sich die Routen runterladen kann und anhand einer App diese dann abfahren kann. Der große Vorteil, den die App nun bietet, ist, dass man quasi direkt wie in einer Navigation in einem Auto halt das Telefon kurz raussuchen kann, die Karte auf seinem Telefon abrufen kann und sofort dann navigiert wird. Bei einer Karte ist es ja immer nicht ganz so charmant, wenn es dann auch ein bisschen regnet, dass man die mal groß aufreißen muss und gucken muss. Und da hat man halt mit der mobilen Variante es ein bisschen charmanter und lässt sich halt dann einfach dadurch führen.